Straße am Ende waren erinnernde Menschen, die schwimmend versuchten, nach West-Berlin zu entkommen. Reste der Berliner Mauer sind als Mahnmale im Erdgeschoss des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses so aufgestellt, dass man sie von außen sehen kann. Links der Rittenau-Bau, das Paul-Löger-Haus, ist Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. Zwei Fußgängerbrücken verbinden das Gebäude mit der Parlamentsbibliothek. Die untere ist öffentlich zugänglich.